Ich habe das mal als Beispiel mit euren Auslandtransaktionen verglichen mit klassischen Anbietern. Bei mehreren Transaktionen kalkuliert und ich bin auf Ersparnis von 4% gekommen. Wenn man auf der anderen Seite schafft, die Mehrwertsteuer richtig abzubilden, dann hat man nochmal etwa 7 Prozent, wo man im Inland kann sparen kann, im Normalfall, wie man das zurückfordern kann. Also da bleibt richtig, richtig etwas hängen.